Moin ihr Lieben, ich bin Sven Zucker und ihr seht mich jetzt bei Hautnah. Ich begrüße euch hier im sonnigen Kapstadt und ich nehme euch heute mit zu meinem nächsten Musikvideo, zu meiner neuen Single Wer sagt das? Viel Spaß! Wir haben in Kapstadt gedreht, aufgrund dessen, weil es einfach immer schön dort ist, es unheimlich tolle Spots gibt und ja, dann haben wir uns dafür entschlossen zu sagen, okay, wir brauchen Kapstadt für meine neue Single Wer sagt das? In der Geschichte geht es darum, dass zwei Typen in einer Werkstatt arbeiten und der eine Freund beschließt dann zu sagen, hey, heute lassen wir alles fallen und entfliehen dem Alltag. Ja, wie ihr seht, wir stehen in einer Werkstatt. Heute, mein Schauspielkumpel Alex und ich, wir werden heute ein Auto klauen und damit durch die Straßen von Kapstadt fahren. Wir sind hier, wir sind wir. Wir haben jetzt gleich eine schöne Fahrszene. Da müssen wir uns jetzt ganz cool so rauslehnen, ein bisschen die Landschaft betrachten. Das Auto fährt sich sehr, sehr schwer. Sieht aber erstmal cool aus. Mal gucken. Das war ein Peugeot, ein alter Peugeot und ja, hatte so seine Macken. Erst konnten wir damit fahren und das ging auch relativ gut. Wir sind so auf der Straße gecruised, vor uns dann ein Kameramann in dem Auto, saß im Kofferraum und hat uns dann gefilmt und wieder hinter. Und hatten die ein oder andere Szene schon eingefangen und dann kam auch die Polizei vorbei und dann dachten wir erst, jetzt wird's eng. Die waren aber entspannt tatsächlich. Ja, und nachdem wir das dann abgedreht hatten und wir dachten, okay, wir sind jetzt free und jetzt geht's rüber zur nächsten Szene, ist dann das Schlimmste passiert, was bei einem Dreh passieren kann. Ja, es musste ja kommen. Heute ist ein kleines Fauxpas passiert und zwar unser lieber kleiner Peugeot ist hier gerade kaputt gegangen. Wir haben die Antriebswelle schön auf der Straße liegen lassen, nachdem wir alle schön gemütlich, lautstark gesungen haben. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir uns einen Plan B überlegen. Leider haben wir noch keinen, aber jetzt haben wir gedacht, jetzt sind wir noch am nächsten Spot und gucken uns mal hier den Ausblick an. Und wenn ihr mal schauen wollt, ein großartiger Ausblick. Ja, den genießen wir jetzt erstmal und arbeiten fleißig und hart weiter daran, wie wir dann jetzt unser Auto repariert bekommen. Und dann gab es einen ganz tollen Moment und das war in Kapstadt sehr, sehr schön zu beobachten. Da standen wir auf einem Felsen, ja, und schauen dann aufs Meer und siehe da, ein Wal. Wow, das war ein sehr, sehr großartiger Moment. Damit war der Stress mit dem defekten Auto erstmal vergessen. Ja. Jetzt sind wir am Meer, jetzt drehen wir die Szene, wie wir uns nicht kennen, sondern wir kennen uns bereits. Wir gehen jetzt sozusagen als Gang, als Freunde zusammen zum Auto, steigen ins Auto und fahren mit dem geklauten Auto durch, ja, durch die Gegend und haben Spaß. Dann müssen wir jetzt improvisieren, nachdem wir dann immer Berge suchen mussten, damit das Auto auch fährt und simulieren können, dass wir noch tatsächlich fahren. Später dann das Auto auf einem Werkstattwagen, also auf einem Abschleppauto, gehievt. Also dann uns damit fahren lassen und später in der Post-Production wurde dann sozusagen der Abschleppwagen herausgestempelt bzw. ausgeblendet. Und bei der Endszene, als wir ankommen und dem Schnösel sozusagen den Schlüssel wiedergeben, ja, sind wir vorgefahren und haben dann die Handbremse, also er hat dann die Handbremse angezogen und hat sie offensichtlich so sehr angezogen, dass er sie dann in der Hand hielt. Also wir hatten dann die Handbremse in der Hand und, ja, und dann war das Auto komplett Schrott. Ja, und am nächsten Tag haben wir die letzten Aufnahmen in Kapstadt gedreht. Ja, also wir haben jetzt die ersten Totalen abgedreht, beziehungsweise die ersten Szenen, wo wir alleine performen. Und es baut sich allmählich zusammen. Ich hatte ja eine wirklich wunderschöne Gitarre dabei und die wurde ja nicht aufgezeichnet. Und ja, wenn ihr mal hören wollt, wie sie eigentlich geklungen hat, hört mal rein. Der Sound meiner Gitarre, mal so. Dann brauchen wir einmal den Software von Antoine. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Wir haben viel gesehen, schöne Landschaften, wir haben tolle Strände erlebt und insgesamt war es eine tolle Erfahrung und passt genau wie die Faust aufs Auge, wie ich finde.